Willkommen zurück zu Super Mario Star Road. Der Super Mario 64 Hack, sehr bekannt. Von mir bisher noch nicht gespielt. Jetzt kommt der zweite Part hier. Und zwar. Nehmen wir mal in diese Vase. Ich vermute, es ist Kurs 2, ich weiß es aber nicht. Kurs 1 haben wir im letzten Part schon zum großen Teil. Ja. Gemacht. Da fehlt noch ein Stern, für den ich aber vermute mal vermutlich die Tarnkappe brauche. Deswegen gehen wir jetzt erst hier hin. Kurs 2 ist es tatsächlich Skyland Resort. Okay. Ja, Himmelswelten mag ich. Der neue Womp King. Okay. Auch sehr interessante Musik. Da bin ich im letzten Mal gar nicht drauf eingegangen. Auf die Musik. Ich bin aber auch nicht so derjenige, der groß auf Spielmusik achtet. Das ist ein bisschen. Ja. Weiß nicht. Hab ich nicht so mit. Also, wir gucken uns erstmal um. Es ist schon eine Himmelswelt. Ja. Es erinnert mich ein bisschen an den Regenbogenboulevard. In etwas schöner gestaltet. Das ist eigentlich ganz schön so. Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht. Super. Komm, rede mit mir. Rede mit mir. Rede mit mir. Hallo, Sir. Willkommen im Skyland Resort. Ich würde Ihnen gerne erzählen, dass dies ein Ort zum Relaxen und zum Spaß haben ist, um die. Oder einfach nur die Sicht zu genießen. Aber leider haben wir in letzter Zeit ein paar Probleme. Einer von Bowsers Lakaien nennt sich der neue Womp King. Und er droht damit, diesen wunderschönen Ort einzunehmen. Die Einwohner haben viel zu viel Angst, um überhaupt ihre Häuser zu verlassen. Okay, ja, das ist, das bringen wir in Ordnung, auf jeden Fall. Wir haben ja auch schon König Bombomb im letzten Part besiegt. Also besiegen wir jetzt auch nochmal King Womp. Ah, ich habe ja erst überlegt, ob ich einen Hack spielen möchte, der ein bisschen weiter weg von Super Mario 64 ist. Aber dass das hier wirklich so nah dran ist, das gefällt mir sehr, sehr gut. Da wird's hochgehen. Hi, Shy Guy. Oh, dann halt so. Oder wir gehen erstmal in die Windmühle. Da ist eine rote Münze, auf die muss ich achten, wenn wir die sammeln. Wo bin ich denn jetzt gerade? Und wo geht's weiter? Oh, da könnte man hoch. Das wird aber nicht so einfach, oh, ich sterbe ja noch. Ja, ich werde hier sterben. Einmal versuche ich es noch. Ne, das ist mir zu gefährlich. Das lasse ich erstmal. Wie ich jetzt an den Stern da kommen soll, an die Münze kommen soll, weiß ich nicht. Ne, so komme ich da nicht hoch. Was da jetzt weiter ist, weiß ich auch nicht. Ich gehe mal woanders hin. Es waren jetzt auch nicht so viele Münzen da drin. Wo ist denn der König? Er muss doch irgendwo hier sein. Da könnte ich nochmal hoch. Ich höre ihn, glaube ich, auch schon. Ja. Und hier sind Löcher im Boden. Ich hoffe, da stirbt man nicht sofort. Bist du der Klempner, der den vergangenen König besiegt hat? Er war kein gerechter König. Oder war kein guter König. Nur ein armseliger Stein. Ich denke nicht, dass ich. Gut, da sind jetzt ein paar Wortspiele drin. Naja. Das war nochmal glücklich. Oh, vorsichtig. Ich will jetzt nicht in so ein Loch fallen. Ich weiß nicht, ob ich dann nur unten bin und wieder hochlaufen muss. Das alleine wäre schon anstrengend. Oder ob ich da sterbe. Weil wir hier sehr viel. Ja, Löcher. Oder Möglichkeiten, in den Tod zu fallen. Das will ich gerne verhindern. Ja. Warum trittst du auf uns, als wären wir nichts? Vielleicht lernst du ja noch eine oder zwei Sachen, wenn der Rest von uns ankommt. Ja, oder auch nicht. Auf jeden Fall bist du besiegt und ich krieg einen Stern. So.
So, das speichern wir und machen weiter. Ach, das ist gar nicht so einfach, da in diese Vase reinzukommen. Ich dachte für einen Moment, ich wäre drin, aber das Level wird nicht laden. Aber nein, ich war nicht drin, ich war dahinter. Ach komm schon, Mario. Yes. Erklimme die Windmühle. Gut, wo die Windmühle ist, wissen wir. Die zu erklimmen wird aber nicht so einfach, habe ich ja schon festgestellt. Ja, mal gucken. Da war ein... Was machst du denn jetzt hier? So, hier kann ich jetzt versuchen hochzukommen. Na super. Sprung, Sprung. Ne, ich krieg da nicht noch einen Sprung hin. Das ist ein bisschen doof. Vielleicht, wenn ich ein bisschen mehr Höhe habe. Ja. Ernsthaft, Mario? Also ich hatte echt große Angst vor solchen schwierigen Sprungpassagen und jetzt tauchen die natürlich auf. Ich muss da mal gucken, dass ich das irgendwie hinkriege. Ja, oder ich bringe mich um. Auf einmal geht's ganz einfach. Und auch hier bin ich. So, ich gucke mich erst um, bevor ich den Schalter aktiviere. Ist der für die Blöcke da? Selbst wenn, dann muss ich ja immer noch... Ja, was muss ich dann noch machen? Wie, der ist dafür da. Okay, dann warte ich nochmal ab. Die Blöcke werden ja erscheinen, wenn ich den grünen Schalterpalast habe, der für die Metallkappe. Und dann werden wir da mal gucken, ob es da... noch was zu holen gibt. Jetzt muss ich erstmal hier... Danke, Kamera. Wirklich vielen Dank. Also gleich aber Neues. Das war jetzt auch nicht gut. Ich versuch's jetzt einfach. Zeit habe ich anscheinend genug. Ich muss nur noch hier hochkommen. Okay. Kamera. Oh Mann, das ist gar nicht so viel Zeug, was es hier gibt. Und von wegen genug Zeit. Kann ich nach oben gucken? Ja, ich kann nach oben gucken. Bin ich jetzt hier echt fest? Ich könnte da runterspringen, aber will ich das? Ich denke nicht. Bin ich echt hier drin mit der Kamera? Geil. Oh Mann. Ja, der Stern ist da. Und ich weiß nicht, wie ich hochkommen soll. Ich bin wirklich am Abgrund des Todes. Ich sehe jetzt wieder gar nichts. Ja, und dann falle ich auch noch hier runter. Na super. Also das stört mich schon ein bisschen mit der Kamera. Ich muss das nochmal versuchen, jetzt da hochzukommen. Wir sehen uns gleich wieder. Also da sind auf jeden Fall noch mehr Kisten. Perfekt. Ich lasse die Kamera jetzt mal so ein bisschen näher an mir dran. Vielleicht schafft sie es dann hier durch. Ja. Das ist nicht die beste Kameraeinstellung, aber... wenn es reicht, jetzt kann ich auch wieder rauszoomen. Und da habe ich den zweiten Stern in diesem Part. Na endlich. Der war jetzt schon ein bisschen, ja. Ich meine, der war gut, klar. Aber es war ein bisschen anstrengend jetzt mit der Kamera. Beeilung! Bowser veranstaltet mehr Chaos in jeder Minute, die vergeht.
Du hast genug Powersterne, um das Siegel an der Tür zu Chakya Harbor und Gloomy Garden zu brechen. Also, beeil dich, geh da hin und jag noch mehr Powersterne. Ja, ich habe aber hier noch genug Powersterne einzusammeln, also chill. Ach komm, ich will da einfach nur hoch. Also wenn es schwer ist, in ein Level zu kommen, ist anscheinend das Level auch nicht so einfach. Das halte ich mal fest. Mhm. Die fliegenden Stepping Stones, was auch immer Stepping Stones jetzt sind, in diesem konkreten Fall. Aber wenn ich von fliegenden Steinen höre, dann bin ich hier wahrscheinlich gar nicht so falsch. Oh Mann. Und tschüss. Mamma mia. Ah, sofort rein, endlich. Ja, es wird schwieriger, habe ich das Gefühl. Die erste Welt fand ich wirklich sehr einfach, aber jetzt wird es schon... Ja, man merkt auf jeden Fall, dass es ein bisschen anders ist. Okay. Perfekt. Oh, jetzt bin ich aber hier, wo ich auch schon mal war, oder? Das kann gar nicht sein. Sah nur ein bisschen ähnlich aus. Ich bin so froh, dass der große Blödmann weg ist. Ich habe schon gedacht, ich würde nie wieder Sonnenlicht sehen. Ach, du bist jetzt aus deinem Haus gekommen, weil... Wenn ich Trump nicht mehr hier ist. Naja. Kleiner Schisser. So. Oh, dass das genau hinhaut. Hier ist auf jeden Fall eine rote Münze. Ja. Lassen wir die rote Münze mal rote Münze sein und gehen weiter. Hier bräuchte ich tatsächlich schon wieder eine Kappe. Ja, das fand ich gut. Mal kurz im Wasser heilen. Ich muss herausfinden, wo es die Kappen gibt, sonst ja, werde ich hier nicht weiterkommen. Ist hier oben noch was? Ich habe, glaube ich, gerade einmal kurz über Mario Sunshine Musik gehört, oder? So. Hau ab. Da unten ist eine rote Münze, das sehe ich. Aber ist hier noch was? Nein. Das ist eine Wippe? Nein, das ist eine Brücke. Okay, das war gefährlich. Münzen gibt es ja auch wieder sehr viele. Oh Mann, ey. Ah, hätte ich einen Weitsprung machen müssen. Aber ich glaube, ich bin sowieso in der Richtung ganz falsch. Puh, aber ich sehe schon, das ist eine Welt. Ich glaube, die kriege ich nicht an einem Stück hin. Auch weil mir da nicht... Ja, weil ich dafür nicht genug Nerven habe. Ich will jetzt eigentlich noch einen Stern hier holen, da will ich mal was anderes angucken. Naja, mal gucken. Vielleicht finde ich ja hier noch einen Stern. Kann sein, dass diese Flying Stepping Stones diese grünen Blöcke sein sollen. Ich meine, da oben muss ja auch noch irgendwas sein. Okay, der Chai Guy hält sich seltsam. Ach komm. Mamma mia. Ne, dann lassen wir das da. Ich suche mir eine andere Stelle. Gehen wir doch mal in Kurs 3. Da weiß ich immerhin, wo er ist. Und ich weiß da auch mindestens einen Stern. So, Kurs 3. Piranha Plant Pond. Also, ein schöner... Ja, man könnte meinen, ein schöner Gartenteich, aber es ist schon ein sehr düsteres Level. Ist aber sehr schön, weil es gab so richtige düstere Level in Super Mario 64 eigentlich gar nicht, oder? So, da ist eine Höhle. Kenne ich auch noch nicht. Ja, mal gucken, wo wir hier jetzt den ersten Stern finden. Hier ist die Kanone. Also ein Stern ist da auf dieser Ruine. Ist das der, den wir holen sollen? Plant Runes, ja. Dann machen wir das doch. Also das ist das Level, das ich einmal kurz betreten habe, bevor ich wirklich dann losgelegt habe. Einfach nur, um zu testen, ob alles klappt mit der Aufnahme so. Und ja,
Dann bin ich dann in dieses Level gekommen und habe auch versucht, den ersten Stern hier zu holen. Hat auch geklappt. Das heißt, das ist jetzt nicht blind. Was nicht bedeutet, dass ich mich jetzt gut anstellen muss. Ach, Mario. Und hier geht's mit der Kamera wieder los. Okay. Nicht runterfallen. Perfekt. Okay. Ah, das lief ja ganz gut. Okay. Ein weiterer Stern. Und zwar der, den wir auch holen sollten. Na gut, weiter geht's. Holen wir hier noch einen Stern. Die überspülte oder die geflutete Höhle, die haben wir gerade schon gesehen, oder? Das muss doch da sein. Kann natürlich auch was mit dem Fluss hier zu tun haben, aber wer weiß. Okay. Okay. Du gehst erstmal weg, bevor du mir irgendwas tun kannst. Komm ich so dahin? Ah, fast. Mit Münzen, naja, okay. Das ist mir schon aufgefallen, dass es manchmal nicht einfach ist, aus dem Wasser rauszukommen. Okay. Was ist das für ein Block? Den kann ich bewegen. Aua, Hilfe! Nein, nicht ins Wasser. Den Block kann ich bewegen. Vielleicht hilft der mir, ja? Hilfe. Ja, doch, wenn ich vom Block abspringe, sollte ich es schaffen. Nicht so einfach, aber ich muss den Block erstmal da hinkriegen. Nervige Feuerbälle. So. Ja, sollte eigentlich klappen. Ich meine, ich habe es ja gerade dahin geschafft. Von der Entfernung her geht das auf jeden Fall. Ich war nur nicht hoch genug. Oh, warte, ich kann noch ein bisschen... Ja, okay. Ja, sehr einfach. Und es ist ein Powerstern. Was sollte das sonst auch sonst sein? One-Up wäre ein bisschen wenig gewesen. War auch Flooded Cave. Okay, das heißt, wir haben auch wieder alles richtig gemacht. Jetzt haben wir 10 Sterne. Ich würde sagen, wir belassen es erstmal dabei. Ja. Wir können uns auch mal die Overworld angucken. Das aber dann im nächsten Part. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr seid dabei. Und bis dahin, wie immer, alles Gute.